Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Grid 2 von Codemaster Racing. Wir wiederholen die Folge. Und zwar machen wir jetzt das Finale, Rennmeisterschaft. Und den Ketterhelm nehme ich. Ja, ich musste jetzt gerade ein bisschen schneller sprechen, weil ich das nachsynchronisiere. Wieso, weshalb, warum ich das jetzt machen musste, habe ich glaube ich im letzten Video schon erklärt. Weil Grid genau von dieser, oder Fraps von dieser Folge hier jetzt nur sage und schreibe etwas über eine Minute hat, und zwar die letzte Minute, wo ich das Fahrzeug wähle, was ich für die nächste Saison brauche. So, gleich mal eine kleine Ankündigung. Ich synchronisiere gerade nach. Ich habe noch zwei weitere Folgen, wovon ich eine auch noch synchronisieren muss. Die Strecke ist schnell, also pass auf. Der kleinste Fehler kann das Ende sein. So, und mit der Wiederholung geht es jetzt weiter. Ja, ihr seht jetzt nur die Wiederholung, aus dem Grund, weil ich zu lange eigentlich für das Rennen gebraucht habe, und das geht jetzt noch. Es hält sich jetzt alles hier noch etwas unter einer Stunde. Ich wollte kurz was erzählen, was ich in der Ankündigung machen wollte. Ich musste die nächsten zwei Folgen, eine Folge werdet ihr noch mit Facecam sehen, die nächste Folge nicht mehr, die ist auch nachsynchronisiert. Ja, und danach werde ich Grid 2 vorerst abbrechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Grid 2 breche ich ab. Ich brauche zurzeit, ich habe für die Folge danach 20 Minuten auf einer Strecke gefahren und ich habe es nicht mal zur Hälfte geschafft. Weil der Gegner sowas von auf Schienen fährt. Ich fahre da in Hongkong, das erzähle ich aber glaube ich denn in der nächsten Folge nochmal genauer zu. Also der Abbruch kommt definitiv in zwei Folgen. Ihr seht noch zwei Folgen, dann breche ich erst einmal ab. Ist nicht abgeschlossen, abgebrochen. Das heißt, ich werde das vielleicht irgendwann, wenn ich Lust habe, nochmal fortsetzen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt immer viel Spaß hier beim Fahren mit dem Leichtgewichtfahrzeug. Wir sind hier in Dubai. Ich habe mich schon auf Platz 1 vorgekämpft. Die Hälfte der Strecke haben wir schon hinter uns. Aus irgendeinem Grund sieht das so aus, ob es ruckeln würde, aber es läuft auch ziemlich flüssig. Eigentlich läuft es mit mindestens 30 Frames, wenn nicht sogar mehr. So. Ja, die Dubai-Strecke werdet ihr noch einmal sehen mit Supersportwagen. Und das ist gemeine, also die Gegner fahren teilweise wie auf Schienen. Ups, da lag was auf der Strecke. Eigentlich wiederhole ich die Strecke immer so oft, vom Prinzip her, bis die KI so dämlich auf einmal ist in der Runde oder in den Runden, dass die... Man muss ja anders anfangen. Normal ist es so, dass der erste oder zweite, der sowieso ganz vorne startet, sich vom Feld komplett absetzen kann. Der hat schon nach der Hälfte der Strecke, hat der schon einen Vorsprung von 2-3 Sekunden, wenn nicht sogar länger. Da muss man erst hinterherkommen und die einzige Möglichkeit, wo man hinterherkommt, ist Kurven. Soll man kaum glauben, auf der Geraden kommt man nicht hinterher. Auch hier ist der Fall und meistens wiederhole ich das ganze Rennen so lange, bis ich dann die Chance habe, bis ich die Chance habe, dass der Erste sich so plötzlich in einer Kurve verheddert. Ja, hier ist das erste Mal, dass ich einen überrunde. Die KI ist abgestürzt und hat den Wagen nicht mehr nachholen können. Also ich habe das erste Mal einen hier überrundet. Ist auch das einzige Auto aus der ganzen Truppe. Ja, es ist dann halt so, dass die KI da ein bisschen aufhängt, wie man es gerade gesehen hat. Und ich dann wirklich eine Chance habe, hinter dem Ersten herzukommen. So, wir sehen uns dann gleich im nächsten Rennen. Eine ganz starke Leistung. Damit führst du die Eventwertung. Ja, und den werdet ihr in der Zukunft auch nicht mehr hören. Den habe ich abgeschaltet. Du hast gerade eine persönliche Bestzeit aufgestellt. So, mal willkommen zurück. Jetzt zum zweiten Rennen in Paris. Ah, ist Paris, wenn ich mich jetzt in Erinnerung habe. Oder doch Spanien? Moment, die bestimmte Rennstrecken ähneln sich doch sehr extrem. Ne, es könnte... War das ja gerade Triumphbogen? Ach, keine Ahnung. Ja, ich hätte jetzt vielleicht mal drauf achten sollen, welche... wo wir gerade das Rennen fahren.
Ja, was soll ich sagen? Der Leichtgewicht lässt sich hier auf Hochgeschwindigkeit noch sehr gut durch die Strecke steuern. Fährt sich erst rein, auch hier wieder. Man sieht ganz vorne, hat sich der eine schon abgesetzt, die KI. Das müsste Madrid sein jetzt vom Rennen her. Ja, es ist Madrid. Oder doch nicht? Oder doch Frankreich? Mist. Aber ich dachte, hätte ich darauf achten sollen. Mist. So, aber hier hat die Strecke einen bestimmten Nachteil. Man hat ihn gerade gesehen, die beiden haben sich komplett abgesetzt gehabt. Aber da die außen fahren und ich innen, hole ich die in der Regel an der Stelle ein. Ich konzentriere mich jetzt hier nur rein auf die Strecke. Die beiden ignoriere ich jetzt die ganze Zeit. So. Ja, man sieht, ich versuche die auch gar nicht erst einzuholen. Also ich fahre nicht ganz so aggressiv wie sonst. Ich versuche mich bis auf die Strecke einzuschießen. Problem ist, ja, da habe ich den ersten schon rausgekegelt. Das klappt alles sehr wunderbar, bis die beiden zu dicht dran sind, oder der Gegner zu dicht dran ist. Weil dann habe ich das Problem, dass er plötzlich in den Kurven so stark abbremst, dass der genau auf meiner Linie mal wieder liegt. Und ich in bestimmten Fällen stärker abbremsen muss. So. Das sieht man hier in den Rennen noch recht schlecht. So, da habe ich mich gerade selbst zerlegt. So, und wieder, er fährt links außen. Und zack, ist hinter mir. Jetzt führe ich, ohne dass ich was dazu getan habe. Ich habe einfach eine andere Strecke gewählt und schon bin ich Erster. Das sind diese Punkte, wo die KI Schwächen zeigt. Da kann man sehen, wie sie programmiert sind. Und, ja. Hier in dem Rennen ist es nicht so, es wirklich gefällt mir später oder ist mir dann in der letzten Folge aufgefallen, die ihr sehen werdet. Vorerst letzte Folge. Also Folge 53 müsste das dann sein. Es ist mir vorher auch schon fast beinahe aufgefallen. Wenn man zum Beispiel so eine Y-Strecke hat, man muss zum Beispiel jetzt hier, nach dieser Kurve wäre zum Beispiel eine Y-Strecke. Man könnte links und rechts fahren. Dann kann es plötzlich sein, man setzt zurück, die KI fährt mal links, die KI fährt mal rechts. Das Problem ist, die bremst in diesen Kurven gleichmäßig stark ab, in der Regel. Mal fährt sie links durch, mal fährt sie rechts durch. Das scheint irgendwie vorprogrammiert zu sein, oder nach dem Motto, entscheide dich jetzt mal für links, entscheide dich mal für rechts, und dementsprechend musst du etwas mehr abbremsen. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass die KI fährt hier auf Schienen. Ich habe es mal spaßeshalber getestet. Ich habe mal versucht, einen Gegner von der Strecke zu drängen. Ich habe alles hingekriegt. Nur nicht den Gegner von der Strecke zu drängen. Ich habe mich gedreht. Ich bin ihm hinten reingefahren. Ich habe mich gedreht. Er ist weitergefahren. Ich habe ihn auf mich drauffahren lassen. Ich habe mich gedreht. Er ist weitergefahren. Ich habe ihn mich reinfahren lassen. Das heißt, ich habe mich in die Strecke gestellt. Er hat mich aus... Ich habe es gesehen, wohlgemerkt. Ich habe mich gedreht, er ist in die Mauer gefahren. So schnell, wie der zurückgesetzt hat und wieder vorwärts gefahren ist, konnte ich nicht mal beschleunigen. Und er ist weggezogen, wo ich mich dann frage, hallo, irgendwo ist doch Feierabend mit dem Spiel. An einer bestimmten Punkt kann es also nicht mehr weitergehen. Und das war jetzt der Punkt für mich auf einmal gewesen, wo ich gesagt habe, ich breche das Grid 2 jetzt erst einmal ab. Und ihr seht jetzt noch die letzten Aufnahmen, die ich noch raushauen möchte, weil ich sie jetzt habe. Und, naja, ich möchte euch jetzt hier mit dem Spaß nicht ganz so sehr verderben. Ganz so traurig bin ich auch zurzeit nicht, dass ich es abbreche, weil die Zuschauerzahlen sind doch extrem mau und ich glaube nicht, dass es irgendjemand stören wird, dass es abgebrochen ist. So, wir sind fertig mit dem Rennen. Sehr gut, du führst das Event an. Wir sehen uns gleich zum nächsten Rennen. Du bist gerade eine neue persönliche Bestzeit auf dieser Strecke gefahren. So, 3 Minuten 4, 9, 23. So, wieder mit dem Kettenhemd. Man sieht, Harrison Carter hängt hier mit dran.
So, ich kommentiere jetzt ein bisschen mal jetzt das Rennen. Ich habe teilweise jetzt wirklich Probleme zwischen den einzelnen Rennen mit den Kommentatoren, wenn ich was erzählt habe, beizubehalten. Das heißt, ich habe ja vorher darüber geredet, zum Beispiel, dass ich abgebrochen habe oder abbrechen werde, das Let's Play. Aber auch unter anderem wegen der Zuschauerzahlen lohnt es sich nicht, diesen Frust nachzuhängen. Ja, das Problem ist, ich springe jetzt hier in diesem Video immer ein bisschen vor, damit ich dann weiter kommentieren kann, und ich vergesse teilweise dann, was habe ich kurz davor erzählt, wo ich gerade das hinten abbrechen des Let's Plays oder hier von Grid 2. So, mal schauen, ich lasse mich mal überraschen, wie es dann im zweiten oder im nächsten Rennen ist, oder in den letzten zwei Übergänge. So, hier sind wir jetzt in Kalifornien auf der Strecke. Ich glaube, ich erwähne es später mal, oder hier fällt mir langsam was auf, und zwar ist das die Mittelsteuerung, Steuerung. Also hier an dem Rennen selber, ich habe eine Vermutung, was die Lenkung angeht. Ich gehe aber nochmal genauer später drauf ein, was das sein wird. Ja, ich muss mir das mal genauer angucken und ich gehe nochmal später drauf ein. So, aber jetzt bin ich hier nochmal. Deswegen war ich gerade so still. Ich wollte es hier kommentieren. So, wie wir gesehen haben, wir sind jetzt ziemlich früh an dem ganzen Feld vorbei. Ich bin die ganze Zeit ganz alleine auf dieser Strecke. Und das restliche Feld hängt sehr weit hinter. Man hat natürlich dadurch Zeit, ein bisschen ruhiger zu fahren. Kann sich dann auch so die Effekte im Hintergrund ein bisschen angucken. So, wir nähern uns auch langsam dem Ziel, würde ich sagen. Dauert wohl noch, sind noch ein paar Kurven, merke ich gerade. Gut, okay, man hat unten die Zeitleiste, da sieht man es ja auch, weil das kommt hier zum Beispiel dieser schöne Effekt mit dem Helikopter. Ja, also jede Karte hat nachts immer solche schönen Effekte, die sieht man leider nicht so sehr, wenn man Renngeschehen ist. Jetzt habe ich gerade den Wagen zerlegt. Gleich verliere ich den Flügel. Ja, da ist er weg. Und trotzdem lässt sich der Wagen immer noch gleich steuern, obwohl der Flügel weg ist. So, ist auch schon das Ziel. So, dann bis gleich. Du bist Erster in der Gesamtwertung. Weiter so. Das ist eine neue persönliche Bestzeit. So, das nächste Rennen, 2 Minuten 55, 771 gefahren. Und jetzt wieder in der Wiederholung. So, hier kämpfe ich mich mal wieder durchs Feld. Ja, ich schrobe ein bisschen sehr stark an der Wand entlang. So, und schon bin ich Erster. Oder? Nein, bin ich nicht. Das meinte ich mit dem Absetzen. Der hat sich so weit abgesetzt, den muss ich jetzt erstmal aufholen. Da sind sogar zwei, und das ist ganz schön hart. Die einzige Punkte, wo ich sie wirklich einholen kann, ist die Kurven. Weil ich die Kurven um einige schneller nehme als die KI. Und wie es aussieht, sind es immer dieselben. Das müsste Kirkwood sein und Bruno Silvia. Ja, Silva, nicht Silvia, Silva. Mein Fehler, ich habe immer denselben Fehler gesprochen. Na gut.
So, das ist die einzige Kurve, wo ich sie eigentlich wirklich einholen kann. Und ich habe die Chance genutzt und gebe gleich Vollgas. So, die sind kaum von der Strecke runter. Klappt das mit den Kurven hier astrein wieder. Ich kann mich jetzt wieder rein auf die Strecke konzentrieren. Und wie man sieht, nimmt der Wagen kaum mehr Schaden. Also noch mehr Schaden, als er jetzt schon hat. Und das trotz Digitalsteuerung. Ja. So. Ja, ich kann Ihnen nicht mehr viel dazu erzählen. Das Rennen ist gleich zu Ende. So, und da ist es auch schon zu Ende. So, das war's jetzt auch für das Rennen. Du bist Erster in der Gesamtwertung. Weiter so. Ladescreens und so weiter habe ich ja rausgeschnitten. Das werde ich auch gleich weiterhin behalten. So, jetzt aber wirklich zum Rennen in Paris. Das andere war vorher Madrid. Also Spanien. Jetzt geht es nach Paris. So, immer noch mit dem Leichtgewicht. Die Erfingen kam ich durcheinander, weil sich die Strecke hier doch sehr stark ähnelt. Sehr eng das Ganze. Viele Häuser. Ja, ich bin schon wieder am Schieben. Und jetzt sieht man, dass es Paris ist, weil es ist der Eiffelturm. Und Paris hat immer diesen Tunnel hier in der Regel. Und jetzt kommt die Stelle, wo ich die einzige Stelle, die es gibt, an der man richtig überholen kann. Wenn man nicht solche Fehler macht wie ich gerade. Das ist die hier. Es gibt noch andere Stellen, aber das ist die einzige richtige Stelle, wo man ein ganzes Feld überholen kann. Weil der erste fängt an zu bremsen, der nächste fängt auch schon an zu bremsen, das zieht sich bis hinten durch. Und da kann man so locker 4, 5, 6 Plätze gut machen an der Stelle. Wenn man es nicht eilig hat. So, wir sind mal wieder hinter Bruno Silva. So. Vorne fährt Kirkwood. So kennt man die ganzen Namen. Ach ja, diese Stelle da gerade ist meine Lieblingsstelle. Weil ich das Ding an der Stelle immer so oft zurücksetzen musste. Also an das Rennen nehme ich gerne zurück. Das habe ich auch gerne gefahren, auch zum zweiten Mal jetzt. Also, man muss sagen, bis Season 4 hat das Spiel richtig Spaß gemacht, immer richtig Spaß. Hat mich zwar an vielen Stellen geärgert, aber der Frust kommt eigentlich in Season 5 und das ist nur noch Frust pur. So, und jetzt hat man aber gerade was gesehen, was mir schon sehr früh aufgefallen ist. Und zwar lenkt das Auto über die Mittelachse. Woran erkennt man das? Wenn ich jetzt eine Linkskurve fahre, zum Beispiel wenn ich jetzt auf die man hat es gerade auf der Geraden gesehen, auf diese ganz langen Geraden, da war so eine Mittellinie. So, ich lenke nach links. Und mein Heck geht nach rechts. Man könnte jetzt sagen, ja, das liegt jetzt an der Kamera, weil ich hinterher fahre. Aber da müsste mein Heck nicht die Mittellinie überschreiten. Oder zumindest, wenn ich nach links lenke, nach links gehen und nicht mit dem Arsch nach rechts. So, jetzt müsste man... Ja, jetzt leider nicht. Mal gucken, ob wir nochmal eine Chance kriegen, es zu sehen. So.
Ja, man sieht es ganz schlecht. Es ist mir eigentlich an vielen Stellen schon mal aufgefallen, das Rennen ist zu Ende. So, das war's für die Season 4. Wir sind hier somit durch. Das war das Wiederholrennen von Grid 2 für die Season 5. Weiter geht's denn in der Season 5. Mit zwei Folgen noch. Also ihr werdet genau haben, noch zwei Folgen haben. Ja. So, das war's denn. Jetzt hier jetzt nochmal ein bisschen Zeit. Mal versuche ich noch gut zu machen, um jetzt hier ein wenig ein bisschen labern zu können. So, aber nichtsdestotrotz möchte ich, jetzt hat man ein bisschen Statistik, ich gehe die noch schnell mal durch. So, ansonsten war es das jetzt. Ich lasse mich jetzt hier noch ein bisschen arbeiten und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und ich sage tschüss.